Hallihallöchen, meine lieben Leute, wir machen weiter mit Stronghold Crusader Mission Nummer 35 Mondlichtpass. Ich denke, das wird der letzte, was heißt, ich denke, ich bin eigentlich zu 99,999% sicher, dass das jetzt der letzte Part sein sollte. Der erste Wolf ist Geschichte, da war der Kampf nicht ganz so intelligent von mir gestaltet worden, aber das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Hauptsache, er ist down. Oh, hey. Unser Marktplatz, unser Vorratslager. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Ohne Scheiß. Holz wird gefühlt gar nicht weniger und ich sehe auch eigentlich nicht mehr ein, jetzt hier noch mehr Armbrustmanufakturen hier herzustellen. Zu bauen, damit noch mehr Holz verarbeitet wird. Ich hoffe einfach, dass das Lager jetzt nicht zu schnell voll wird. Okay, wir haben jetzt natürlich wieder ein bisschen Druck weggenommen, indem wir einen Wolf erledigt haben. Das heißt, wir haben jetzt wieder mehr Möglichkeiten, hier an das ganze Holz zu kommen. Klar, hier werden wir ein bisschen angegriffen, aber das hält sich noch durchaus im Rahmen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten. Ab und zu, also normalerweise bleiben die da jetzt hier stehen, weil der Ausbildungsplatz hier voll ist. Aber ab und zu rennt dann doch noch einer. Keine Ahnung, woran das liegt. Das sind 100? Das sind 200. Ungefähr 300. Also ich würde sagen, fast. Fast genügend. Fast. Da kann man auch schwer rumreiten. Wird hier noch eine Balliste? Genau, der hat nicht so starke Verteidigungsanlagen wie der andere. Finde ich jetzt. Aber es reicht, um da eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich bin ja froh, dass man hier wenigstens über diese komischen Kakteen bauen kann. Holz ein bisschen, das Holz dezimieren hier. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So Leute, das sollte aber reichen. Das sollte reichen. Oh, wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich brauche jetzt natürlich noch ein bisschen Gold, damit ich gleich auch ein paar Belagerungsgeräte bauen kann. Ansonsten kann ich meine Burg hier auch in Ruhe lassen. Ja, die Frage ist, womit ich angreifen möchte. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Oh, das war so. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Nein. 85. Zum Okum. Noch ein Vorderstandard.
Und los! Eins, zwei, drei. Ach du Dödel, du! Ja, gut. Die kann man nicht mit Doppelklick anvisieren. Belagerungsgeräte bemannt. Katapult wird bewegt. Bereit, eure Lordschaft. Speichern. Zur Stelle. Katapult bereit, Mylord. Dann macht mal was für euer Geld. Eine Nachricht vom Wolf. Sollte ich euch tatsächlich unterschätzt haben? Ja, mein Ja, das... Scheint gut zu funktionieren. Maulai, will mal sie an mich. Achtung! Im Laufschritt! Katapult bereit! Niedergeschlagen! Eine Nachricht vom Wolf! Ein Schwächling, ihr seid kein Knecht mehr! Zum Wolfum? Und Katalus! Bereit, mein Lord! Ja. Eine Nachricht vom Wolf! So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Katapult wird bewegt! Eine Nachricht vom Wolf! Was läuft? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Eine Nachricht vom Wolf. Dafür werde ich mich rächen. Uiuiui. Ui. Eine Nachricht vom Wolf. Ein Schwächling, ihr sollte keine Armee führen. Katapult bereit, my Lord. Könnte ich das aushebeln? Nee. Kann keiner. Tja, dann brauche ich hier gerade mal ein paar. Waffen geschultert. Bereit, Mylord. Gut, dann mache ich hier mal weiter. Oh, das war's schon. Das Ende im Gelände, wie wir sagen. Katapulte haben es auch gebracht, ne? Alter Schwede, die machen einen Schaden. Katapult bereit, my Lord. So gut wie erledigt. Katapult bereit, my Lord. Du hast gesehen, dass der scheiß Bade meine Katapulte kaputt gemacht hat? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Bereit, eure Lordschaft. Amrokaya Maulai. Zur Stelle. Katapulte bereit, my Lord. So gut wie erledigt. Hervor. Katapulte bereit, my Lord. So gut wie erledigt. Zack. Komm schon. Jawoll. Sehr schön, sehr schön. So wollte ich das sehen. 173 Einheiten. Na, ich habe schon ein paar verloren, ne? Muss man schon sagen. Hier verlorene Truppen 613, da sieht man es auch sehr schön. Aber Wolf ist halt immer, ich finde Wolf einzunehmen ist immer eine ätzend, weil er doch sehr gute Burgen baut, die stark sind, was die Verteidigung angeht. Und ich mit meiner brachialen Art brauche dann immer doch einige Truppen, um den zu erledigen. Wobei ich auch zugeben muss, beim ersten Wolf, wo ich das mit dem Mönchen gemacht habe, das war einmal nicht gut, dass ich das mit dem Mönchen gemacht habe, dann, dass ich dann beim Reingehen voll in diesem Feuer drin stand, also im letzten Part jetzt.
Und dass ich auch am ersten Mal nicht mit Katapulten gearbeitet habe. Also Katapult ist einfach OP, da kannst du dann einfach, wenn die Mauern frei sind, dann kannst du einfach mit den Katapulten ran, 6, 7 Katapulte oder mehr sogar, wenn es geht, einmal Schuss rein. Da richtest du so viel Schaden an, selbst wenn der Kerl da Sachen hat, womit er seine Sachen aufbauen kann. Dieser Schaden, der da reinkommt, der ist so pervers, da hat er keine Chance, irgendwie gegenzuwirken. Ja, Gold Lord Fairfang am meisten gemacht, also den wir als letztes erledigt haben. Okay, wer hat denn eigentlich am meisten Truppen erstellt? Neben mir. Wolpe. Nee, das sind getötete. Verlorene Truppen. Ja, kann man gerade gar nicht genau. Doch, so ungefähr bei den verlorenen Truppen. Also Fairfang hat auf jeden Fall mehr verloren. Also der als letztes kam. Aber der hat auch die ganze Zeit immer Einheiten zu mir geschickt, zu diesem, zu dem Steinbruch, da wo ich mein Gold gemacht habe. Da hat er immer Einheiten hingeschickt und die habe ich dann halt immer, weil ich da einen Turm hatte, direkt immer abgefangen und erledigt. Und das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass der da die ganze Zeit auch während des Spiels immer laufend Einheiten verloren hat und jetzt nicht nur am Ende, wo ich dann angegriffen habe. Ja, Nahrungsmittel hatte ich gar keine Produktion, Holz habe ich am meisten. Aber knapp, gerade Wolpe hat auch sehr, sehr viel Holz abgeholzt, aber Holz hatte ich echt super an Vorräten, also das lief hervorragend, kann man nicht anders sagen. Genauso wie Stein, da habe ich natürlich mit Abstand am meisten top. Eisen, selbstverständlich Wolpe, der direkt an den Eisenvorräten war. Fairfang hatte kein Eisen, hat es aber trotzdem geschafft, doch eine vergleichsweise starke Wirtschaft aufzubauen. Respekt dafür. Produzierte Waffen habe ich nicht mal am meisten. Wolpe hat mehr produziert. Ist unfassbar, obwohl ich doch so viele Armbrustmanufakturen am Ende hatte. Ja, ich mit 123 Bevölkerung. Wolf baut immer anscheinend standardmäßig 90. Sieht man hier sehr schön. Angstfaktor. Hatten die alle plus 5 Beliebtheit? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Wolf baut doch eigentlich keine Beliebtheit, oder? Und die haben auf jeden Fall keine Waren versendet. Also die haben jetzt sich nicht untereinander irgendwie Eisen geschickt, dass der Wolpe dem Fairfang immer Eisen geschickt hätte. Nee, der hat das alles für sich behalten. Also da muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber war eine schöne Partie. War eine schöne Partie, die jetzt am Ende auch nicht zu lange gezogen wurde. Also die habe ich jetzt auch nicht zu weit in die Länge gezogen. Also das ging alles ungefähr klar. 111.000 Gold hat er gemacht. Unfassbar. Na gut, liebe Leute, das war die Mission. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir weiter mit Mission Nummer 33, der Abstieg. Und ja, bis dahin, macht's mir gut. Ciao.